Die Zeitung hat ihn fest im Griff und er lässt die Zeit vergehen. Sie fragt ihn, wie der Tag so war, und er lässt die Frage stehen. Sie steht auf, fast unbemerkt, und macht ihm etwas Licht. Er liest ihr aus der Zeitung vor, morgen regnet's nicht. Und sie denkt, er denkt schon lange nicht mehr. Sie funktioniert sich weiter durch den Tag. Und er denkt, sie denkt sich nichts dabei. Es wird einfach nichts mehr gesagt. Und sie schließt die Fenster leise zu, damit die Scherbe nicht verwehen. Die letzten Reste werden bald gekehrt, bis die Zeit vergeht. Sie hat sich schon so oft gefragt, wie es wäre, einfach zu gehen. Vielleicht ist sie nicht der Typ dafür oder einfach zu bequem. Sie trinkt noch aus und legt sich ihre Sachen vor die Tür. Ein letzter Blick vorm letzten Schritt und dann bleibt sie wieder hier. Und sie denkt, er denkt schon lange nicht mehr. Sie funktioniert am Ende ihrer Kraft. Und jeder denkt sich an den anderen vorbei. In dieser kalten, toten Stadt. Und sie schließt die Fenster leise zu, damit das Chaos nicht verweht. Und sie halten sich an den Resten fest, bis die Zeit vergeht. Fenster leise zu, damit die Scherbe nicht verwehen. Die letzten Reste werden bald gekehrt, sie lässt die Zeit vergehen.